Hallo, du liebe Seele, deine Soulmate Heart Botschaft. Soulmate Heart, ich und du Seelenverwandte. Für dich heute ein Zwiegespräch zwischen deinem Herzensmenschen und dir. Gefangen. Bitte gib mir Raum zum Atmen. Sperre mich nicht länger ein. Du erdrückst mich, das engt mich ein. Du willst mich besitzen, aber ich kann dir allein nicht gehören. Bitte lass mich frei. Ich weiß, du willst mich nicht verlieren, aber so wirst du es. Bitte gib mir Raum und Zeit und kümmere dich gut um dich in dieser Zeit. Da merkst du also, es geht um Heilung, innere Kindheilung, Selbstliebe, um deinen Wert. Und hier kommt der Rückzug. Ich habe dich enttäuscht, ich weiß. Und oft verletzt, viel zu oft. Meine Rückzüge tun dir weh, sie verunsichern dich. Und dann beginnst du dich zu fragen, warum? Ich muss das tun, damit du lernst, dich zu lieben und du dich mit dir nicht mehr alleine fühlst. Ich muss das tun, weil ich dich liebe. Bitte verzeih mir, du wirst es schon bald verstehen. Denn alles kribbelt, wenn du mich anschaust, und alles bebt, wenn du mich berührst, und alles strahlt, wenn wir zusammen lachen, und alles weint, wenn du von mir gehst. Und meine Träume sind so schön, weil du ihnen Farbe verleihst. Und alles macht Sinn, wenn du bei mir bist. Und dann steht die Zeit still, weil wir eins sind, weil wir uns lieben wie nichts zuvor. Bleib also auf deinem Pfad der Heilung, du liebe Seele, du liebes Licht. Das ist deine Soulmate-Heart-Botschaft für dich von deinem Seelenmenschen. Wenn er also im Rückzug ist, dann ist er im Rückzug, weil er heilen will, weil er heilen muss, damit du heilen kannst, damit ihr heilen könnt. Von ganzem Herzen alles Liebe, deine Claudia.